geben wir halt Gas. Ja, wir schauen mal. Okay. Mann, 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 ey, das ist so übel. Überall nur Leichen. Hier liegt auch noch einer. Ohne Axt? Waffenart Axt? Mehr Wucht. Und somit auch gegen stark gepanzerte Gegner wirken. Allerdings wiegen Äxte mehr. In Ordnung. Wenn die nicht verkloppen, war das. Üble Gegend. So böse. Gütiger Gott. Das ist der Köhler. Na super. Ja, hier liegt nix. Na gut, gehen wir weiter. Geht's. Wir müssen ja bald mal ankommen. Warum tut jemand so etwas? Was haben diese armen Seelen ihm denn getan? Tja, sind einfach nur grausam. Würde ich mal so behaupten. Kurz mal gucken, wir sind fast da. Wie sieht's denn aus mit Sattheit? 92%. Da müssen wir mal was reinpfeifen. Nahrung. Wie sieht's aus mit Brezel? 6 Sattheit, Gesundheit. Brot. Brötchen. Gebratene Ente. Energie minus 6. Ah. Nicht so gut. Getrocknete Pilze. Karotte. Käse. Meerrettich. 35. Warum nicht? Aha. Ich weiß nicht, was es jetzt gebracht hat, aber in Ordnung. Sattheit, Gesundheit. Ich brauche mal was, was die Gesundheit hochpusht. So ein bisschen zumindest. Nehmen wir mal hier das hier. Getrocknete Pilze, sieht gut aus. Hat aber nichts gebracht. Gesundheit zumindest. Bildstock, okay. Ich weiß nicht, ob wir richtig sind. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja, komm nur.
Oh. Ja, warum ist der außer Atem? Lass deine Waffe hier und du kannst gehen. Wie du willst. Ja, hau ab. Ich zeige dir nochmal Gnade, so ist es ja nicht. Okay, jetzt mal ein bisschen überladen. Ekelhaft. Ekelhaft und verstörend, wenn du mich fragst. Jetzt sind wir... okay, jetzt können wir auch nicht mehr schnell laufen. Was haben wir denn da? Äpfel. Okay, jetzt sind wir wieder, zumindest was das angeht. Mal gespannt. Nein, den werden wir jetzt nicht nachgucken. Wo ist denn das? Da müssen wir rein. Wir können auch von da oben aus rein, wie es aussieht. Nehmen wir nur die Groschen mit. Okay, wir gehen jetzt da lang. Was? Brennnessel? Ach ja, warum nicht? So, wir sind jetzt hier. Ich will da oben hin. Dann wird's vielleicht... Kommen wir da durch. Oder direkt da lang. Da kommen wir nicht durch. So viel ist schon mal klar. Gut, dann braucht man einen anderen Weg. Und wir hoppen es nicht. Kurzkarte. Oh, ich habe ja nur Etierung wieder wie eine Bockwurst. Also da geht's schon mal nicht. Ein lauter Gerümpel dazwischen liegt. Okay, hier kommen wir nicht lang. Muss ja irgendwo einen Eingang geben, ne? Kann ja nicht sein. Ja, okay, gehen wir direkt zum Haupttor, wie es aussieht. Nick wieder ein Pferd. Da ist schon wieder einer. Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Oh. Ah. So, keine Gnade mehr. Wow, der hat eine Menge Zeugs dabei. Ah, hier kommen wir rein. Bin jetzt ein bisschen überladen. Kann nur mal kurz gucken.
Äxte. Arbeiterstiefel. Bunthaube, Fußwickel, geflickte Beinlinge. Gepolsterte, schwarze Bunthaube, Zustand 41%. Natürlich nicht so prickelnd, ne? Gewöhnlich geteerte Jacke. Okay. Ich mach mal ein bisschen... Wir haben so viel Gedöns. Die Ente nicht, aber die Karotten. Ein bisschen Platz machen. Rote Beete. Zwiebel. Ansonsten alte Stiefel, Arbeiterstiefel, die lassen wir mal. Wir müssen ein bisschen Gewicht loslegen, loslassen. Was können die denn? Weg damit. Lederwams. Haben wir zwei jetzt. Zustand 29, Zustand 44. Dann lassen wir doch... Den rüsten wir aus. Den lassen wir fallen. 8%. Boah. Zwei Äxte, die liegen bestimmt auch was, ne? Fackeln. 100%, 30%. Immer noch nicht. Fast. Können wir noch was essen? Trockenbrot. Reicht nicht ganz. Wir gehen mal reingucken. Nicht perfekt, aber immerhin besser als gar nichts. Boah, übel, wie es hier aussieht. Verband. Verband nehmen wir mit. Der Vogt. So nicht wie ich. Er starb mit dem Schwert in der Hand. Groschen. Wir haben ja auch noch Truhenschlüssel. Ich weiß nicht, ob die die noch benutzbar sind. Wir werden es erleben. Sieht so furchtbar aus hier, ganz ehrlich. Schöne Dorf. Der hat nix. Vor allen Dingen die armen Tiere, ey. Da ist die Burg. In der du Burg? Hast ihn gepriesen und so hat er es dir gedankt. Und doch warst du ein Held. Bist nicht geflohen. Hast sie nicht im Stich gelassen. Wie ich. Ja, wir sind ja nicht so in dem Sinne geflohen. Wir hatten ja, sollten ja Hilfe holen, mehr oder weniger die Leute warnen. Aber das hier ist... Die Schenke.
Biancas Ring. Ich suche meine Eltern und kümmere mich dann um dich. Ich lasse dich nicht so hier liegen. Oh, es ist übel und mies und... müssen uns ja zumindest mal umgucken, ne? Vielleicht ist ja dann in der Burg noch mal was Interessantes für uns. Wenn wir da reinkommen. Boah, es sieht so... schlimm aus hier. Der hat nichts. Wir gucken mal. Vielleicht müsste er theoretisch hier liegen irgendwo. Wohlgemerkt theoretisch. Wenn man bedenkt, dass das alles hier noch bis vor kurzem voller Leben war und alles tipptopp eigentlich. Dann ist das alles mehr als böse. Frag mich ja, wo unser... müsste hier irgendwo... Oha. Wieso hast du mich allein gelassen? Vergib mir. Bitte vergib mir für alles. Nächstes Mal hoffe ich nicht mehr. Ich werde nie wieder weglaufen. Ich finde den, der euch das angetan hat. Ich kenne sein Gesicht. Ich kriege ihn. Zuerst muss ich eine Schaufel finden. Mich um euch kümmern. Tja, übel. Schaffe eine Schaufel.
kriegen wir eine Schaufel her. Muss er in der Nähe sein. Treibst du? Wonach sieht's denn aus? Rüben ausgraben? Das Vieh ist auf mich losgegangen. Ist das nicht der Köter? Des Fleisches? Und das da hinten ist eine Leiche? Ja, hast recht. Was hat das mit diesem aggressiven Viech zu tun? Also die Tonabmischung geht auch teilweise gar nicht. Mal leise, mal laut. Da muss echt nur was gefixt werden, ne? Ich würde sagen, das arme Tier bewacht sein Herrchen. Du hast nicht zufällig versucht, an ihn ranzukommen. Was kümmert's dich, was ich hier mache? Was machst du hier? Ich möchte meine Eltern bestatten. Dann tu das und lass mich in Ruhe. Weißt du, was mit dem Müllers Mädchen Theresa ist? Als ich vor den Kumanen floh, wollten sie... Sie wollten sie schänden und weiß Gott was noch. Nein, ich weiß nichts. Was kümmert's mich? Wahrscheinlich haben die sie geschändet und wie alle anderen umgebracht. Pech. Muss auf mich selber achten. Wie konntest du entkommen? Was glaubst du? Bin gerannt. Würdest du mir die Schaufel borgen? Ich muss ein Grab ausheben und finde keine andere. Was ist er dir wert? Nettes Schwert, das du da hast. Das hätte ich gern für die Schaufel. Wie kommst du überhaupt zu so einem Ding? Also gut. Ich nehme die Schaufel und du kannst das Schwert haben. Direkt in deinen Arsch. Glaubst du, du kannst frech sein, nur weil du ein Schwert hast? Mist. Ich weiß nicht viel übers Schwertkämpfen. Gut so. Dann schlag ich dir die Zähne ein. Mist, Mist, Mist! So ist's recht! Zieh den Schwanz ein! So viel dazu. Was für ein Feigling. Hallöchen. Armer Hund, tut mir leid. Ruhig, Junge. Du kennst mich. Und dein gutes Herrchen. Salz. Okay, nehmen wir mit. Ah, die Schaufel haben wir. Hebe unter der Linde ein Grab aus und bestatte deine Eltern. Okay, das machen wir. Natürlich. Kurz Orientierung da hinten. Leider ein bisschen überfüllt. Leider, leider. Ich hege ja wirklich die Hoffnung, dass wir noch eventuell was in den Kisten und Truhen und so weiter haben könnten. Alles kaputt, vielleicht steht da der Schleifstein noch. Können wir den nutzen? Ne, sieht nicht danach aus.
Das ist eine gute Stelle. Hier wird es euch gefallen. Okay, und wie jetzt? Schaufel? Okay. Wie mache ich das jetzt? Beginn zu graben. Aha. Brauchst du vielleicht Hilfe? Ist das der Typ? Ja, siehst du nicht das Schwert? Wer seid ihr? Und was wollt ihr? Was bist du? Na, wer sollen wir schon sein? Franziskanermönche? Wir rauben dir alles, was du hast. Vor allem diese feine Klinge, die sowieso nicht zu so einem Streuner wie dir passt. Das war meines Vaters Schwert. Wen da meinst du? Ich glaube kaum, dass er es noch brauchen wird. Hör mal, gib uns das Schwert. Vielleicht lasse ich dich gehen. Nein, nicht. Du gibst eine Familienzusammenführung, die dir nicht gefallen hat. Töte ihn, na los! Ja, hack den Bastard zu Brei! Dafür bringe ich dich um.